So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video. Diesmal ist es noch kein Map-Making. Ich wollte erstmal kurz gucken, was ich mit den ganzen Welten jetzt mache. Weil ihr habt es auch vielleicht gelesen unter dem letzten Video, da habe ich nochmal alles mögliche geschrieben. Ich mache gerade bei der Server-Map ein bisschen Zeug umbauen und sowas, weil die halt irgendwie beschädigt wurde. Aber jetzt zum eigentlichen Video. Ich wollte mich kurz mal zeigen. Ich habe nämlich hier einen Airstrike für Vanilla Minecraft gemacht. Alles mit Command-Blöcken hier, eigentlich voll einfach, wenn man das mal als Redstone Pro so sieht, aber ja, ich fand es jetzt auch nicht wirklich so leicht, wenn ich jetzt mal vom Perfektionismus abgehe. Also es war halt schon erstmal nicht perfekt, als ich es gebaut habe, aber es geht eigentlich, wenn man weiß, wie man halt mit Scoreboards und so weiter umgeht. Also, wenn ich jetzt mal hier ein paar Tiere spawne, so... Dann kann man kann nämlich alle möglichen Entities und auch Spieler treffen. Aber Spieler habe ich jetzt keine, weil ich mit keinem spiele. Deswegen jetzt mal Airstrike benutzen und zwar in Game Mode 0. Weil kann man auch in Game Mode 1 machen, aber ich mache Game Mode 0, damit man sieht, dass man überlebt. So. Und jetzt kann man hier oben, also man sieht ja schon, man ist viel weiter drüber. Und hier läuft außerdem auch ein Countdown ab im Scoreboard. Das habe ich nämlich auch noch gemacht. Wenn der nämlich um ist, dann wird das automatisch resettet. Da warte ich jetzt mal kurz ab. Wie man sieht, kann man ja auch nicht springen. Ich drücke gerade hier, wie ihr wollt, auf die Taste. Also man kann halt hier nicht weg, man muss hier halt auswählen. So, und da wurde abgebrochen. Jetzt hole ich mir ganz kurz nochmal ein. So, und wenn man jetzt hier rechts hier auf das hier macht, kommt das hier. Man kann sich auch lenken. Und alles im Umkreis von 5 Blöcken wird Schaden bekommen und zerstört eigentlich, wenn man noch TNT da spawnen würde. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Deswegen werde ich jetzt nochmal auf die Spieler hier, auf die Tiere gehen. Damit man auch sieht, dass das auch wirklich klappt. So, hier, da unten ist das Feld. Im F5 sieht das auch viel cooler aus, außerdem. Zack, und hier umkreist 5 Blöcke. Alles tot. Ja, und das soll es schon gewesen sein. Ich wollte jetzt erstmal keine Erklärung machen damit, weil das ist mir nämlich zu kompliziert. Weil ich habe das nämlich auch erst nicht perfekt hinbekommen. Ich musste noch ein paar mehr Fixes machen und so weiter. Und das ist wirklich auch extrem kompliziert zu erklären. Vor allem, wenn man das nicht versteht, dann ist die Erklärung natürlich immer schwerer, als das selbst zu bauen. Ich wollte halt nur mal das zeigen, dass ich jetzt hier sowas gebaut habe. Also, mir ist da gestern Abend so eine geile Idee gekommen. Deswegen wollte ich es einfach mal bauen. Das hat schon ein bisschen gedauert, aber man sieht da, es klappt eigentlich super. Das wäre auch gut für irgendwelche Minigames in Vanilla Minecraft. Weil es gibt nämlich auch so, auf Hive gibt es zum Beispiel diesen Spielmodus Cranked und da wurde auch so ein Airstrike gemacht. Davon habe ich das ein bisschen abgehängig gemacht und deswegen, ja, war es das jetzt schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es downloaden wollt, ich habe es auch schon in die Beschreibung gepackt. Ich lade es dann direkt jetzt danach hoch. Dann könnt ihr es schon downloaden und könnt es selbst ausprobieren. Außerdem hier ist ein Reset für alle Scoreboards, den man eh nicht braucht, weil das alles schon automatisch resettet wird. Wenn ich jetzt mal kurz gucke. Alles resettet. Ja, also, ne, das war's dann. Viel Spaß mit der Welt, falls ihr es mal selbst anschauen wollt. Und bis dann zum nächsten Video Mapmaking. Das müsste dann am Wochenende oder nächste Woche Anfang kommen. Mal schauen. Bis dann. Ciao.